Ey, nein, ja. Ah. Komm, hier den. Dass ich ein bisschen Hilfe. Alter, was geht? Was geht, Leute? Was geht bitte? Alter, meine Mitbewohnerin wird auch denken, Alter, ist der bescheuert. Guten Tag, hier ist der Gusua und ich kann euch das ja nicht irgendwie vorenthalten. Ich muss natürlich heute noch ein Video bringen und guckt mal, ich habe 2 von 5 Arbeitern frei, was natürlich heißen muss. Ta-ta-ta-ta. Samstag bin ich in Town Hall 10 gekommen und gleich natürlich sporadisch mal richtig auf die Fresse bekommen. Gleich richtig BÄM! Die ganze Zeit haben die mich total in Ruhe gelassen. Wirklich kein Loot gezogen, gar nichts. Guck mal, ich guck mal, ob wir das hinbekommen. Ich guck mal, hier, gebt euch das einfach mal. Hier, guckt mal, hier ist gar nichts. Perfektes Beispiel. So seht ihr, wie es aussieht. Hier, guckt euch das bitte an, ja. Okay, hier waren es mal 2K Dunkles. Guckt euch das bitte an. Nichts. Nada. Absolut gar nichts. Null, hier ein bisschen was. So, gar nichts. So. Und dann, wie gesagt, vor 2 Tagen ziemlich genau sogar Town Hall. So, das heißt also, ungefähr in dem Bereich muss es gewesen sein. Um und bei. Bäm! 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 Naja, das war nichts. Wo du echt sagst, Alter, kommt bitte mal klar. Aber ich meine, wie gesagt, es war jetzt für mich eh keine, wie soll ich sagen? Ich konnte mich da jetzt nicht irgendwie noch dazu entscheiden, oh naja, mache ich eventuell was anderes, weil nein, es gibt für mich keine andere Lösung. Also ich wäre nicht auf Town Hall 9 geblieben, weil ich da keinen Sinn drin sehe. Muss ich einfach so sagen. Und deswegen ging es natürlich nach oben. Und klar, was will man natürlich oben auch wieder sehen? Natürlich, wir wollen auch mal im Town Hall 10 Bereich einen Queen Walk. Das ist natürlich klar. Bloß jetzt natürlich setze ich meine, wie soll ich sagen, meine Prioritäten ein bisschen anders. Das wäre ein geiler Scheiß. Den hätte ich gerne, weil nur der eine Inferno und der in Anführungsstrichen nur auf Multi. Wenn ich da reingehe, da. Aber der ist egal. Scheiß drauf. Wir machen es trotzdem. Wir machen es nicht, weil wir es können, sondern weil wir einfach Bock drauf haben und euch entertainen wollen. So, jetzt gucken wir mal hier Minenwerfer. Bam. Mauerbrechers. Yeah. Mach die Mauer weg. Mach die Mauer weg. Ja, genau so. Jetzt gucken wir mal hier, dass der King hier so ein bisschen nebenbei noch was an Schmerzen verteilt. Genau, jetzt sollte dann die Queen gleich wieder rumgehen. Ganz so wollen wir das haben. So. Jetzt gucken wir mal. Kriegen wir das hin? Nee, wir wollen es nicht zu sehr ausreizen. Ich muss aber auch wirklich dazu sagen, was ich die ganze Zeit so ein bisschen vernachlässigt habe, ist wirklich die Situation, dass die Tränke, also die Rage-Spells ja doch relativ teuer sind. Da muss ich jetzt echt gucken, wenn ich jetzt gerade am. Zack, wenn ich jetzt gerade halt am Farmen des Elixiers bin, nicht des dunklen, sondern des normalen Elixiers, dann muss ich natürlich schon schauen, wie ich das reiße. Ganz klare Nummer. So, zack. So, jetzt gucken wir mal. Ja, da, tu mir nicht weh, du kleine Fee. So. Das, jetzt könnten wir mal schauen. Wir hauen jetzt einfach mal hier eine. Ja, okay. Ich hätte gedacht. Ja, aber klar. Brauchen wir auch nichts vormachen. Weil, wo sollen sie denn sonst hinrennen? Ganz klar. Also, wenn ich die hier droppe, müssen die ja irgendwie dahin runnern. Die Queen ist wieder sehr genial. Ja, machst du jetzt bitte mal kaputt, weil sonst ist wieder Heiler kaputt. So. Na nee, da ist ja totaler Blödsinn hier. Mäuschen, renn da bitte nicht so weit hin in die Richtung. Weil ich würde dich gerne hier haben. Ja, genau. Na, okay. Dann ist sie jetzt gleich down.
Alter, der Inferno brutzelt und brutzelt. Da passiert ja Ewigkeiten nichts. Das ist ja ziemlich geil. Warum ist sie jetzt nicht hier lang gegangen? Ganz ehrlich, hier, ihr seht es selber. Da ist die Mauer offen. Ey, nein. Ja, ja. Ah. Ja. Komm, komm, hier den. Dass ich ein bisschen Hilfe... Alter, was geht? Was geht, Leute? Was geht, bitte? Alter, meine Mitbewohnerin wird auch denken, Alter, ist der bescheuert. Alter, aber kommt bitte. War das ein geiles Ding? War's das oder war's das? Oh, geiler Schei. Oh, dafür müsste man Geld verlangen, ey. Hallöchen, ey. Das ist ja mal richtig. Aber ey, ohne Witz, ich meine, der Inferno war ja gar nichts, oder? Das war ja mal richtig nice. Alter, geil. Alter, geil. Tut mir leid, den muss ich mir jetzt kurz nochmal geben. Und ihr müsst leider zugucken. Oder ihr könnt natürlich auch abbrechen. Aber das ist jetzt so verkehrt nicht. Also den Anfang, gut, okay. Und das hier, wie gesagt, mit den CB-Truppen. Klar, wenn ich hier dann soweit alles geklärt habe und dann die CB-Truppen hier hin droppe, ist klar, dass die da lang rennen. Das war ein bisschen fail. Alter, das ist ja mal richtig Sahne. Ich freue mich. Das ist ziemlich geil. Ja, wie gesagt, die Clan-Truppen haben natürlich außen auch was rasiert. So ist das nicht. Guck mal, die gingen auch schon ganz gut. Und jetzt wird es wirklich interessant für mich. So, klar, wir haben hier die Mauer offen. Sehen wir ja, hatte ich ja zuvor drüber gesprochen. Dann noch das Lager. Ja, ein gesamtes Lager. Und dann ging es immer noch weiter. Die Runard und Runard und Runard. Ganz ehrlich, das ist richtig fesch. Wäre der im Single gewesen, der hätte die sowas von auseinandergenommen. Das wäre ja gar nicht gegangen. Aber, oh, ja, ich sagte bereits, ich freue mich. Richtig geiler, derber Scheiß. Klar, wäre natürlich noch geiler gewesen, wenn ich hier noch was anderes an Ressourcen bekommen hätte. Ich hätte natürlich auch mit dem King dann reingehen können, bloß die Sache ist natürlich wirklich immer die King und Queen dicht beieinander und dann verteilen sich die Heiler nicht so, wie sie sollen und schon hast du ein Problem. Und jetzt kommen wir zu einer anderen Sache. Warum habe ich hier meine 3 Millionen? Ich könnte doch eigentlich schon, was weiß ich, machen. Und zwar folgendes. Ich würde gerne wirklich als allererstes die Armeelager upgraden. Da brauche ich halt meine knapp 7 Millionen, dass ich halt sagen kann, gut, okay, komm, ich greife... Also ich hätte ja jetzt sagen können, oh, gut, okay, ich pack das gleich in die Forschung und grade meine Truppen ab. Aber ich denke eher, dass es vielleicht was mehr Sinn bringt, wirklich zu sagen, gut, okay, ich habe hier halt meine 20 Truppen mehr. Da sehe ich irgendwo ein bisschen mehr Sinn drin. Ansonsten, dunkle Zauberspruchfabrik ist soweit durch. Ich würde das einfach nochmal mit den Skelettzaubern probieren. Mal schauen. Ich habe das einmal gehabt, jetzt bis jetzt, wo ich es einfach ausprobiert habe und habe aber gar nicht so drauf geachtet, wie das jetzt lief oder wie das nicht lief. Und von daher ist das okay. Und ja, ganz klar, noch eine Sache. Das erste, was ich mir natürlich logischerweise gegönnt habe im Town Hall 10 war, na, wo ist er? Na, wo ist er? Wo steht er? Wo steht er? Na? Na? Wo steht er? Nee, fuck you, kein Inferno. Bitches? So sieht's nämlich aus. Weil ich habe mir gesagt, hey, später kommst du auch nicht mehr drumrum, beziehungsweise nicht drumrum ist Blödsinn, aber sitzt du auch wieder da und sagst, ach naja, jetzt nicht die Mauer, jetzt nicht die Mauer. Ich habe gesagt, ey, passt auf, gemaxt bitte schön und fertig. So, und dann sagte mir auch noch ein Abonnent, ja, aber hier Sprungfalle auch noch und sowas. Ja, komm, gönnen wir uns doch. Ist doch gar kein Thema. Die anderen mache ich dann nebenbei auch noch, je nachdem, wie die Bauarbeiter dann fertig sind. Und dann passt das. Finde ich aber, muss ich jetzt ehrlich sagen, für die Sprungfalle selber 16 Stunden ist ein bisschen happig. Meine Meinung. Aber gut, die zählt ja nicht immer. Aber passt. Also wie gesagt, ist mega geil auf jeden Fall. Und ich werde wieder wirklich im Bereich
Ja, Queen Walk, denke ich mal. Also ich richte mich da so ein bisschen nach euch. Also ich will jetzt natürlich mit den Kobis aufhören. Das macht, glaube ich, also Sinn macht es meiner Meinung nach immer noch. Aber ich denke mal, mit dem Queen Walk, das wollt ihr sehen, denke ich mal. Und dann passt das. Also da bin ich, denke ich mal, ganz gut aufgestellt. Und dann ist das schick. Also wie gesagt, soweit Mauern eben wirklich dann komplett gemaxt. Also im Town Hall 9er Bereich. Und was wird als nächstes kommen? Als nächstes werde ich, wie gesagt, die Armeelager hochziehen. Tesla wäre auch ziemlich episch, aber mir fällt gerade noch was ein. Bada bim, bada boom. Ich habe ja noch den dunklen Bohrer, den ich bauen könnte. Nee, das lasse ich aber. Hört sich jetzt echt doof an, aber das lasse ich noch. Weil ich wirklich das Elix echt sparen möchte für die Armeelager. Und dann sehen wir weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid bei der nächsten Sendung wieder dabei, wenn es wieder heißt, Guzua macht alle platt oder Guzua wird von allen platt gemacht oder Guzua hat Spaß und ihr guckt zu. Haut rein, ich wünsche euch was. Ciao, ciao.